Hallo, ich hoffe, dir geht es gut. In dieser Story dekorieren die Peaches ihr Haus für Halloween um. Wie das wohl aussehen wird, erfahrt ihr in diesem Video. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das jetzt tut. Und wenn ihr auch schon mal dabei seid, macht auch gleich den Daumen hoch. Ich würfel jetzt. Na los, Billy, mach. Wir sind gespannt. Und? Eine 2. Dann nimm mal dein blaues Fröstchen. 1, 2. So. So. Ich bin dran. Nein, ich. Ja gut, Chloe, dann bist du. Stimmt, du bist dran. Ja, gib mir mal einen Würfel. Ja. Ich schaffe ein neues Videospiel. Highscore. Woohoo! Ich bin so richtig sauer. Das ist total gemein. Wieso hast du mich denn jetzt rausgeschmissen? Och Mann, Chloe, das Spiel heißt Mensch, freust dich nicht. Ja, genau. Lasst mich alle in Ruhe. Ich will nie wieder mit euch reden. Die sind alle total blöd. Es ist so gemein. Oh. Was hat sie denn? Es ist total traurig und ich habe mir nichts getan. Nein, hast du auch nicht. Nur weil ich sie rausgeschmissen habe? Vermutlich. Chloe kann nicht gut verlieren. Hallo, Mama. Hallo. Was macht ihr denn für Gesichter? Chloe ist traurig weggerannt. Wütend. Ja, wütend weggerannt. Weil ich sie nur beim Mensch freust dich nicht rausgeschmissen habe. Und sie hätte immer noch gewinnen können. Oh je. Ja, ich kenne Chloe. Ich gehe mal nach ihr gucken. Hey, Chloe. Lass mich in Ruhe. Ach, guck mal, Chloe. Das ist doch nur ein Spiel. Und bei einem Spiel muss es immer einen Gewinner und einen Verlierer geben. Wenn du immer gewinnst, mag dich auch keiner. Stimmt. Und das war auch, ist doch auch nur ein Spiel. Jeder, der mitmacht, ist ein Gewinner. Es ist besser, den einen Versuch zu wagen und zu scheitern, als es nie zu versuchen. Na gut, ich verstehe das. Ich gebe allen als Entschuldigung ein Bonbon. Am besten in der Farbe von ihren Fröschchen. Hey Chloe. Tut mir leid, Leute. Ich habe euch Bonbons mitgebracht. Danke. Danke. Das ist sehr nett von dir, Chloe. So, ein grünes Fröschchen für Greta. Das blaue Fröschchen gehört ja dir, Billy. Du hast das rote Fröschchen. Möchtest du Thanks? Nein, es gibt keine gelben Bonbons. Lecker. Vielen Dank, Chloe. Schmeckt wirklich lecker. Gern geschehen. Sehr schön, dass ihr euch alle wieder vertragen habt. Du, Mama, warum bist du eigentlich hier hochgekommen? Das würden wir gern mal wissen. Oh, ja, stimmt. Dann muss ich aber erstmal euren Bruder holen. Dann erzähle ich euch es. Okay. Dann hol Jan. Ja, Janni? Hey, ich mache jetzt mal deinen Computer aus. Nein, Mama, hey, jetzt hast du mich geblockt. Jetzt habe ich meinen Highscore doch nicht. Ich möchte mit dir reden. Na gut. Es geht schließlich um Halloween. Oh, Halloween mag ich. Okay. Kommt, Leute, wir hören Mama zu. Also, wir haben doch letztens Halloween-Deko gekauft, oder? Ja. Wie wär's, wenn wir unsere Unteretage so richtig gruselig dekorieren? Wieso nur die Unteretage? Naja, das ist doch, vielleicht mögt ihr es nicht, wenn ganz viele Leute hier in eure Zimmer gehen. Und dann müssen wir nicht alles umdekorieren. Es reicht doch, wenn die Party unten stattfindet, oder? Ja, stimmt. Das reicht. Die majestätisch machen wahrscheinlich auch nicht so krass. Oder sie machen extrem krass. Ja. Na kommt, wir fahren runter und dekorieren alles. Ja. Ab. So, wir sind wieder unten, Mama. Genau. Prima. Hier steht die Box mit allem, was wir gekauft haben. Was haben wir nochmal alles gekauft? Naja, Kostüme und Deko und so. Das sieht hier ja noch lange nicht alles wie Halloweenig aus. Wir müssen die Wände schwarz färben. Du meinst streichen? Mhm. Ja, das könnten wir machen.
Aber erstmal kommt diese Kiste weg. So. Ich gehe mal kurz in den Keller die Kiste wegbringen. Aha. So, ich bin wieder da. Die Kiste ist nun im Keller. Wir brauchen schwarze Farbe. Greta? Ja? Ich habe so ein lustiges Bastelset gesehen, wie wir den Kamin verschönern können. Also vergruseligeren. So, jetzt lege ich noch eine Tischdecke drüber, über den Tisch. Die Stühle sind auch schon weg. So, die Tischdecke liegt jetzt hier. So. Hey, das sieht ja klasse aus. Aber brauchen wir vielleicht schwarz? Ja, vielleicht werde ich noch einen schwarzen Tisch anstatt hin. Aber so reicht es erstmal. Na gut. Ich und Chloe gehen oben was basteln. Was denn? Na, was für unseren Kamin. Na gut. Mama ist schon wieder weg. Wollen wir hoch, Chloe? Ab nach oben. So, da bin ich wieder. Ich habe die Farbe aus dem Keller geholt. Schwarze Farbe ist doch gut, oder? Ja, wo sind denn die Mädels? Die Mädels sind oben und wir gucken SeaWorld. Moment mal, Jungs. Ja, SeaWorld mag ich. Ich auch. SeaWorld ist meine Lieblings-Unterwassersendung. Schalten wir um. Keine Nachrichten. Wir wollen SeaWorld gucken. Magic Rumpet? Nein, das ist viel zu gruselig für Jakob. Stimmt. Ich glaube, der ist ab 12 oder so. Also ist auch für dich noch zu gruselig. Stimmt doch gar nicht. SeaWorld. Da läuft's. Sogar eine neue Folge. Let's go. So, die Wand habe ich schon mal gestrichen. Das sieht doch wirklich schon fantastisch aus. Jetzt noch die andere Wand streichen und dann bin ich auch gleich fertig. Der Wand. So, die Wand ist jetzt auch gestrichen. Das sieht doch wirklich richtig cool aus. Und schon richtig unheimlich. Ja, das gefällt mir gut. So. Farbe abstellen. So, und jetzt mache ich den Rest. Vielleicht neuen Fußboden. Yay, noch eine neue Folge. Heute haben wir so ein Glück. So, der Fußboden ist auch schon neu. Aber das ist jetzt so ein Teppich. Aber vielleicht mache ich noch einen anderen Teppich. Vielleicht schwarzes Holz? Ah, da seid ihr ja wieder. Wir haben was für den Kamin gebastelt. Dann zeig mal. So. Tada! Wow, das sieht ja richtig alt aus. Und das ist nur Papier und Pappe? Ja, aber es sieht lustig aus. Ja, aber ich würde sagen, diese ganzen Herbstdeko-Sachen, die müssen auch mal in den Keller. Und die Blume auch. So. Ja, und wir überlegen uns, welche Deko man da hinhängen könnte. Ja. Juhu, noch eine Folge. Yay. Yeah. Wow, das sieht wirklich klasse aus. Ich würde das Spinnennetz eher noch etwas tiefer hängen. Tiefer? Okay. So. So? Ja, so ist gut. Prima. Das wird gut aussehen. Ja, ich habe noch mehr Ideen für Halloween-Deko. Soll ich sie euch sagen? Ja, bitte, Mama. Das wird richtig gut aussehen. Ja, nämlich die Sessel kommen weg. Ja, und die Fußmatte auch. Ja, die Fußmatte auch. Die sieht nicht Halloweenig aus. So. Wollen wir vielleicht noch solche lilanen Halloween-Sessel dahin stellen? Ja, das ist eine gute Idee. Machen wir das. Cool. Ja, das können wir so auf jeden Fall machen. Aber jetzt stellen wir erstmal die Jungs zur Rede. Die haben nämlich noch gar nichts gemacht. Ja, das machen wir. Jungs, was ist? Jungs! Was ist denn los? Wir haben alles gemacht und ihr gar nichts. Jetzt müsst ihr auch mal was machen. Aber doch nicht die blödeste Aufgabe. Doch. Ihr macht jetzt auch was. Sonst ist das richtig, richtig gemein. Okay, machen wir das. Genau. Ja. Prima, jetzt können wir auch mal entspannen. Ja. Ich bin schon so gespannt, was Papa heute Abend zu unserem Haus sagen wird. Jetzt müssen wir natürlich noch ein bisschen dekorieren und dann wird's fertig sein. Am Abend. Tobias Pietscher kommt nach Hause. So. Also, dann bin ich mal da. Oh, das sieht aber sehr gruselig aus. Oh, oh meine Güte, was tue ich hier nur? Ist das mein Zuhause? Oh, ist das gruselig alles. Was ist mit meinem Haus passiert? Oh mein Gott, was ist hier los? Wieso ist mein Haus so gruselig und wieso läuft ein Horrorfilm? Was ist
doch, wo ich hier bin. Das ist doch nicht mein Haus, oder? Oh, habt ihr mich erschreckt? Ich kann auch so eine lustige Fratze machen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und abonniert auch gerne meinen Kanal, damit ihr kein Video mehr verpasst. Tschüss, bis zum nächsten Mal.